Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ihr seht, ich habe einen Scheiß gemacht und bin zurückgeportet zur Villa und ja, hier gelandet, weil natürlich die Welt besonders abgesondert ist. Eventuell ist es auch vom Minimap-Mod einfach ein Fehler oder so. Nun gut, darf es nicht mehr machen. Ich habe leider nicht mehr viel retten können. Ja. Zum guten Glück zwei wichtige Items. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal eventuell, solange ich hier in der Minecraft, also in der Mittelerde-Welt bin, Keep Inventory anmachen, damit ich einfach das Let's Play nicht immer neu mit Items beginnen muss. Und ja, ich habe überall geschaut, ich habe keines mehr retten können, weil ich so weit runtergeflogen bin. Und also die Items vor allem runtergeflogen sind. Naja, ist jetzt nicht weiter so schlimm. Was ich machen könnte, ist die Level cheaten, aber das ist jetzt nicht so problematisch. Ja, weil ich einer bin, der überhaupt nicht gerne cheatet. Andere Let's Player würden jetzt hier alles wieder, oh cool, cheaten und so weiter. Aber jetzt möchte ich kurz in Game Mode und mal wieder zurückfliegen. Und das ist, nein, das ist hier bei dem hier. Habe extra ein paar Markierungen gemacht. Ja. Hier in dieser Web kommt man also relativ Ding, aber ich würde mit dem Game Mod dann zurückporten. Gut. So, jetzt machen wir den weg. Und den machen wir aus. So. Ja, können den auch ausmachen. So. Gut, haben wir jetzt einfach hier den Weg bis runter schon mal ein bisschen aufgedeckt. Aber das ist ja nichts Gutes. So. Also. Jetzt machen wir so weiter wie gesagt. Wir gehen nach Hoppingen. Jetzt muss ich nur wissen, wo es ist. Nordosten, glaube ich. Ja, da muss ich mit der die Karte aufmachen. Ja, ich sehe es jetzt gerade nicht wohin, aber das, ich denke schon, Nordosten. Mal kurz schauen. Ach man, das ist immer ein Ding. Also wir sind jetzt hier, ja, müssen schon weiterlaufen. Aber so wie ich es kenne, ist im Nordosten auch im Mittelerde im Nordosten. Ja, ich denke schon. Gut, gehen wir nach Osten. Wenn wir noch nicht alles so gut anschauen. Einfach nach Nordosten. So. Also ich mache so Rollenspiel, dass wir einfach von uns aus Rollenspiel machen, nicht irgendwie einen neuen Charakter oder so. Es wäre einfach zu schwer für mich jetzt auch für den Anfang alles zu machen. Wir haben ja auch noch nicht so gewaltig viel Rollenspiel in der normalen Welt gemacht. Auf jeden Fall wollte ich es auch anfangs Let's Play so zum Start einfach mit den NPCs Rollenspiel machen. Dann machen wir hier auch mit den NPCs so ein bisschen Rollenspiel. Und nicht immer. Hopp. So, wir können jetzt eigentlich den Game Mode wieder ausmachen. Dann vergesse ich eh sowieso immer wieder auszumachen. Damit cheat ich auch eigentlich nie. Oder eben auch nie einfach so gewaltig cheaten. Wenn ich eben muss. Wenn ich irgendwas vertuschen muss. Ich vertusche sowieso nie. Ich bin so ein treuer
kleiner. Ja. Ich bin treu zu meinen Zuschauern. Eben, ich bin sowieso einer, der ja recht erwachsen macht und auch sein will, oder? Da auch nicht wahrscheinlich viele Zuschauer bekommen werde bei Minecraft, weil ja Minecraft eher fast für Kinder ist. Aber ja, ich hoffe doch, dass ein paar andere Zuschauer, zum Beispiel von Gronkh oder so, zu mir rüberkommen und mich auch mögen. So, ich muss schauen, was mit dem Hopping. Das war Hopping? Ich habe nichts gesehen von Hopping. Gut. Wir müssen da also ein bisschen zurechtkommen noch, aber ja, schauen wir mal. Das war Hopping? Hier ist Hopping? Ist da irgendwie was mit der Welt falsch? Ich verstehe da nichts. Irgendwie ist auch überall ein bisschen die Welt kaputt gerendert. Das ist so schade, wenn wir jetzt hier alles kaputt haben. Was könnte dann kaputt gewesen sein? Ich denke, die Markierung ist einfach irgendwie kaputt. Na gut. Haben wir kein Hopping hier. Es müsste irgendwie in diese Richtung wieder sein. Also ich hatte das ganz anders. Ich hatte ein schönes Hopping hier. An dieser Markierung. Ich sehe es wegen den kleinen Hügel nicht. Also müssten überall irgendwie Hügel sein. Mit den Wohnungen drin. Tjo. Das sieht ganz anders aus im Film. Da oben haben wir hier irgendwo Wohnungen? Hallo? Wahrscheinlich sind die anderen Mods im Weg, das könnte sein. Dass die anderen Mods da irgendwie ein bisschen reinfunken. Das darf man jetzt zum Beispiel den Diamonds of Plenty Mod nicht den haben. Naja. Sonst muss ich das halt mal in einem Projekt machen, gell? Können wir ja mal im Livestream einfach so machen. Mit nur Ding drin. Aber da muss ich das irgendwie getrennt irgendwie machen. Ich hätte es gerne irgendwie. Ich finde einfach das ganze Mod-Zeug, dass man die nicht irgendwie deaktivieren kann oder so. Finde ich halt Minecraft ein bisschen blöd. Also wir haben kein Hopping hier. Ja, weißt du was? Wir fliegen ein bisschen in Game Mode rum und machen ja, Fly kann ich ja nicht machen, aber einfach im Game Mode ein bisschen rumfliegen und dann sorgen wir im nächsten Part, dass wir ein bisschen wieder die Rohstoffe bekommen und so, die wir verloren haben. Wir haben ja viel Eisen verloren und so. Was ich noch machen könnte, ist eine Werkbank mitnehmen. Der Mod an sich hat ja gute Items so und die können wir verwenden. Ja, wir müssen in diese Richtung. Dann benutzen wir die halt einfach als Farmwelt. Es ist wirklich ein bisschen doof mit den Mods sein, dass die in anderen Welten auch aktiv sind und so.
Ist ein bisschen schade. Hier haben wir zwar ein paar Dörfer, aber das ist niemals Hoping. Was haben wir denn hier drin? Kompässe. Was ist das? Lauchsuppe. Hast du keine Workbench? Von der guten Hoppinger Workbench. Gib uns irgendwas. Also was wir gesammelt haben, möchte ich gerne wieder zurück, aber das doofe Spiel macht uns ein bisschen etwas so Schlechtes durch die Suppe. Also solche Sachen sollten ja eigentlich nicht sein, oder? Ist das Hoping? Aber wieso ist das so weit weg? Es ist einfach falsch auf der Karte. Das könnte es sein, dass die das irgendwie falsch auf die Karte gemacht haben oder so. Aber also ich hatte in der... Wir können mal kurz nachher in die Testwelt gehen. Auf jeden Fall. Oh. Gut. Ich cheats mal kurz. Ich kann nämlich sehr gut cheaten. Ja, toll. Müssen wir mal kurz schauen. Baumzucht. Ah. Ja, haben wir da keins. Ja, das Ding geht eben auch nicht, das... Nein. Da muss ich da auch noch ein paar Häfchen bekommen. Mittelerde. Gott, sind hier viele Sachen. Da findet man ja nie etwas. Oh, unser Bier ist weg. Und unser Likör. Wagfell, cool. Das ist ja mal genial. Vielleicht hier? Wieso ist das so weit vorne jetzt? Da ist sicher. Markt. Es gibt einen Markt. Für die, die hier alles gespoilt werden, tut mir leid. Mann, ich wollte euch das richtig schön zeigen. Aber natürlich sind die Mods immer so ein bisschen gebrechlich und zerstörerisch. Die findet man ja nie. Hobbit. Nein, die ist nirgends. Hobbit Ofen? Ah, Hobbit Workbench ist hier. Sah ich nur nicht so richtig, weil ich sie anders in Erinnerung hatte. Gut, haben wir die, weil wir sie zerstört haben und ich euch nicht hier auf die Folter spannen will. Okay. Ja, Quests haben wir hier. Machen wir mal wieder zurück. Guten Tag, Drago. Ich möchte mehr Früchte haben. 7 Birnen. Gut, können wir organisieren. Und du? Mist, Kirschlicke. Wie sollen wir die herkriegen? Okay. Ich denke, wir müssen die lange offen haben. So, ich möchte das Buch gerne wieder. So ein Mist, hey. Buch. Und alles einfach mal da. Ja, die Beutel brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Gut, eben Birnen und Kirschlikör. Ihr habt einfach mal 3 Birnen, gut. Super. Und Kirschlikör.
da ist ja nie etwas drin. Hier vielleicht. Okay. Nehmen wir mal Beeren. Ja, in einer neuen Welt sind wir. Und haben alles verloren. Und müssen jetzt Birnen sammeln. Das wird schwer. Wir haben kein Eisen. Wir haben kein... nichts verzaubert. Der Helm, war der verzaubert? Ich schaue es jetzt dann einfach mal in den Videos. Wir müssen alle neuen machen, aber... ja, wird auch nicht allzu schwer sein, wird nicht allzu viel Zeit kosten, das wieder zu organisieren. Wo haben wir eigentlich die Obstplantage? Wisst ihr was, wir kommen, gehen mal kurz in die andere Welt. Dann weiß ich wahrscheinlich auch, wo die Obstplantage ist. Also dort sah es besser aus mit Hopping. Können das auch mal ein bisschen vergleichen. So, die Testing-Welt. Also ein besseres Minecraft wäre schon immer mein Traum. Aber das wird wahrscheinlich nie so sein. Notch hat ja sein Geld und er macht ja nichts mehr. Microsoft wird wahrscheinlich da nichts machen. Das war wirklich das Schlimmste, was eigentlich Notch machen konnte. Dies verkaufen. Der wollte ja noch mehr Geld haben. Fertig. Das muss ein anderer machen. So. Ja. Ich habe da ein paar Sachen ausprobiert. Habe ein schönes Skin. Habe Gummistiefel gehabt in der Anfängerkiste. So diese, wo man in der Welterstellung anmachen kann. Und ich gehe jetzt einfach mal zurück. Könnte eigentlich da kurz zu der Obstplantage gehen. Aha, da muss ich da mal 100. So. Und dann gehen wir dorthin. Hallo? Aha. Ach so. Gut, die Obstplantage ist bei so Dingen hier. Einfach da oben. Also gibt's die wirklich bei mir, bei uns in der Welt nicht. Sowas. Das ist ja wirklich irgendwie alles anders. Also wirklich alles anders. Gibt's hier irgendwie Birnen. Also das sind die Birnenbäume. Gut. Dann gehen wir nach Hopping. Kann man die nicht irgendwie kopieren? Also Nord, also in den Osten eher. Moment kurz. Das ist bei mir Hopping. Also in dieser Welt ist hier Hopping. Dann ist wirklich auch hier zerstört. Also ich dachte wirklich in der Aufnahme, ja, es geht alles. Also nicht in der Aufnahme, in meiner Testing-Welt. Ja. Das verwirrt mich jetzt völlig irgendwie ein bisschen. Ein bisschen irgendwie schade, dass alles ein bisschen anders ist. Dann wisst ihr was? Dann machen wir hier mal wirklich eine Testing-Folge. Und gehen mal nach Minas Tirith und so Sachen. Und... dann hören wir auf mit dem Mod hier. Und eventuell können wir die Sachen auch craften. Craften wir einfach mal die Sachen hier ein bisschen in der normalen Welt, die wir so gern hätten. Und ja. Das ist halt auch wieder so ein bisschen ein Cheating-Mod mit dem Workbench, aber ist cool. Schon cool. Aber für was brauchen wir so einen Mega-Ofen? Das wäre ja gar kein Cheaten. Aber ich möchte schon ein bisschen einen besseren Ofen haben. Das ist schon cool. Andere Let's Player machen ja da irgendwelche Mods rein, die mega cheaten. Es gibt so einen Mod, der... ich weiß jetzt nicht, wie er heißt.
So, wieder diese Grippe. Es gibt so einen Mod, wo man alles mit Magie ercheaten kann. Und das ist ja heftig. Also ich bin eben so ein Gamer, der strikt gegen Cheaten ist, strikt gegen irgendwie Glitches ausnutzen und so weiter. Aber wie lang geht das, ey? Es ist einfach mal gigantisch. Kommt da nicht irgendwie schneller entschieden? Ich könnte die Koordinaten genau und dann hinfliegen, teleportieren. Da bin ich jetzt wirklich mal entschieden. Gondor. Mo, Italien. Hügel von Italien. Orando. Das ist doch nicht so weit unten. Das ist eigentlich neben Mordor. Aber das muss doch rechts von Gondor sein. Fluss. Okay, Fluss. Ich denke, das ist alles noch nicht eingebaut. Wisst ihr was? Wir gehen mal nach. Wir gehen jetzt einfach mal anfangs Morde. 8, 7, 4, 8, 8. Oh Gott. Was haben wir? Können wir jetzt? Ja, das ist sowieso Minecraft. Und zwar x 8, 7, 4, 8, 8 und z 5, 5, 8, 7, 2. So, das professionellste Let's Play mit Cheating. Okay. 8, 7, 4, 8, 8, 5, 5, 8, 7, 2, ja, oh, ich gehe ein bisschen höher. Das war's, oder? Geht alles ein bisschen länger. Eine allein geht nicht einfach. Na? Bitte schneller laden. Java, du bist so langsam. Cool, haben wir sogar Schnee. Also ich denke, das ist einfach die Minimap, die nicht alles anzeigen kann von den neuen Texturen. Also das ist Mordor. Wir sehen, das ist schon sehr weit. Jo. Cool. Haben sehr viel zu sehen. Dann gehen wir mal zurück Nordosten, Nordwesten. Gehen wir mal zurück und schauen, wie weit das Land davor ist. Ich finde es schon fast ein bisschen zu langweilig und das alles so ein bisschen unfertig ist. Aber ja, solche Most, das wird ja Ewigkeiten dauern, bis so etwas fertig ist. Kann ich schon verstehen, aber die hätten das auch absperren können oder so. Auch auf der Map noch nicht fertig markieren. Aber da ist noch etwas. Okay, Gebäude haben sie zumindest schon ein paar. Hier. Cool. Orks. Und was sind das für... Kenn ich gar nicht. Matenbrot. Muss ich mitnehmen.
Nein, wir lassen hier alles, wir sind ja Cheat hier. Ah ja, ich weiß ja sowieso. Bin ich schon wieder ein bisschen verwirrt von diesen Lauten. Okay, ein NPC Respawner. Ork-Klumpschwert. Cool. Wer ist das? Duff. Ja, wenn jemand sagen kann, also wenn jemand hier auch schaut, das Video, wie sollen wir jetzt fortfahren? Ja, das um die Items ist halt ein bisschen schade. Und boah, ist das gigantisch. Halt auch um die ja, um den Mod ist es halt schade. Aber ich will ihn unbedingt drin lassen, vor allem. Sonst können wir das nebenbei im Livestream machen. Gerne sogar. Aber erwartet dann einfach nicht allzu viel Interessantes. Okay, jetzt sind wir bei deinem Punkt. Dann wird dieser Part einfach ein bisschen ein Nachschauen-Part. Mir fehlt halt auch das Wissen einfach ein bisschen über die Mods. Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie stundenlang ein Mod zuerst sehr antesten und so weiter. Andere Let's Player haben wahrscheinlich auch gute Zuschauer, die da irgendwie ein bisschen zuerst alles vortesten und dann sagen oder so weiter. Kennt es ja auch nicht so. Ja, aber wir sind ganz langsam. Das ist schlimm. Könnten irgendwie ein Flugtier nehmen. Nehmen wir mal ein Flugtier. Ja, wo ist der? Wer ist der Mod schon wieder? Da ist der Mod. Animal Bikes, genau. Dann nehmen wir ein Drachenbike. So. Können wir die schon reiten? Ja, gut. Ja, okay, das ist wieder einer der Punkte. Nehmen wir das Rentier wieder, das geht ja gut. Oder ein Bad. Oh, da haben wir sogar Nachtsicht. Sehr cool. Ja, ist langsamer. Das Rentier war doch schnell. Oder ein chinesischer Drache. Aha. Ist auch buggy. Ist irgendwie komisch, dass die so. Also, wo ist das Rentier? Da. Das war doch recht nicht buggy. So, nach Nordosten. Ja, aber das ist ja sehr laggy. Bin ich falsch drauf oder fliege ich falsch? Ach komm. Ja. Totensümpfe. Okay, dann schneide ich hier ein bisschen. Bis gleich. So, ich bin mal wieder teleportiert und ich habe es gefunden. Wir müssen auf die Punkte klicken, um die richtigen Namen zu dingen und nicht einfach unten schauen. Das nämlich nur. Unten ist immer nur, was es so für ein Gebiet ist. Und wenn man drauf drückt, dann findet man die Namen auch richtig. So, er hat mich ein bisschen verwirrt. Eigentlich der ganze Mob verwirrt mich irgendwie ein bisschen. Und jetzt sind wir. Ich denke einfach in der Nähe, oder ist es jetzt wirklich auch noch nicht fertig?
Auf jeden Fall bin ich jetzt hier, wo wir Ding und die. Ah, jetzt sehen wir wenigstens hier etwas. Schon cool irgendwie. Ist das jetzt Minas Tirith? Okay. Auf jeden Fall falsch. Ich denke, wir sind auch ein bisschen falsch. Wir müssen auf jeden Fall nach Osten. Schauen wir mal hier entlang. Ja, sieht nicht so aus, hä? Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Motto. Na, ist schon cool, dass man Mittelerde-Mod gibt. Oh, wenigstens eine Stadt hier. Was ist denn das? Okay. Die Fähre Wander. Okay, hier ist auch noch nicht alles, weil die Damen, die NPCs noch nicht die Namen. Ja, ich denke, wir gucken einfach eventuell ein paar Parts, so all 10, 20 Parts, also mal kurz nach Mittelerde. Und einfach am Anfang und eventuell dann, wenn gar nichts mehr kommt und langweilig ist, brechen wir das halt einfach immer wieder ein bisschen ab und machen im Livestream ein bisschen Erfahrung damit. Schiefstamm. Ja, okay, eventuell werde ich es nur im Livestream machen. Aber ich will ja die Livestreams auch nicht so langweilig machen. Er sammelt, also er will einen rotierischen Helm. Ist ein bisschen schweres Englisch. Gesammelt einen rotierischen Helm. Also wahrscheinlich, wir müssen sammeln und das ist einfach nicht gut übersetzt. Ja, also hier haben wir irgendwas. Aber das ist natürlich auch kein Minas Tirith. Das ist Minas Tirith. Okay. Das sieht schon besser aus nach Minas Tirith. Das ist eine Mauer. Also die haben wahrscheinlich einfach mal angefangen. Und hier eine Mauer. Sozusagen die Mauer vor Minas Tirith gemacht. Ja. Verstehe. Aber das ist Richtung Osten, ja. Das stimmt. Hä? Königreich der Menschen. Aha. Also gehen wir jetzt eigentlich zu den Menschen. Hier ist ein Wachturm. Was hast du hier? Lepetron-Kiste. Oh, die will ich dann auch manchmal mitnehmen. Ich will einfach alles ein bisschen. Ich denke, wir werden überall mal ein bisschen die Reputation, also eben die Beliebtheit hochmachen, beliebt. Ja, und werden und danach werden wir dann ein bisschen die Items mitnehmen und ja, dann halt warten, bis der Mittelerde-Mod besser wird, der Herr der Ringe-Mod. Jo, da haben wir sogar Blumenbüsche, Bärenbüsche, ja, Bärenbüsche. Ja, find's richtig cool, was die Modde machen. Ich frag mich, wie viele Leute das sind. Das müssen schon einige Leute sein.
Aber eben, ich kenne da zu wenig von diesem Mod. Ich dachte, ja, ich kann mal reinschauen und alles anschauen und Rundenspiel machen. Aber es ist halt schwer, als man denkt. Ist eine völlig neue Erfahrung, oder? Ich dachte, die machen das wie im Film, halt nicht so groß. Aber die machen das ja gigantisch groß. Und ja. Ich bin völlig baff irgendwie. Ich find's cool. Aber eben, dass sie so nicht so weit sind, habe ich schon gedacht. Aber dass sie einfach alles halt ein bisschen hinklecksen, weil sie so in Zeitdruck sind, habe ich jetzt nicht gedacht. Oh, eine Werkbank. Okay. Da muss man also überall Gesinnung haben, um die zu benutzen. Apfelwein. Kriegshammer. Cool. Krass. Das hat jetzt wirklich Auswahl. Das ist ja mega schnell. Cool. Also, ich hoffe, dass es jetzt nicht so negativ Einfluss hat, weil ich eben ein bisschen unerfahren bin. Aber wir gehen jetzt dann bald wieder zurück, dann bin ich auch ein bisschen erfahrener in den Sachen außerhalb von Herr der Ringe. Und wenn ich dann mehr Fans habe, Zuschauer, die auch helfen und so weiter, dann werde ich auf jeden Fall ja sicher auch mal wieder zurückkehren in diesen Mod. Aber jetzt auf jeden Fall werden wir die Items, die wir gesammelt haben, ein bisschen verwenden außerhalb dieser Welt. Und wenn ich dann auch bei dem Livestream ein bisschen mehr Leute habe, kann ich ja mal wieder wagen hier rein. Aber eben, ich werde ja nicht weggehen. Ich werde den Mod nicht deinstallieren und so Sachen. Und auf jeden Fall freue ich mich auf ja, auf diese schöne Welt, auf diesen schönen Mod. Ja, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part, wenn ihr es schauen wollt. Und ja, einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.